Servus Leute! Bist du auch der Meinung, dass früher alles besser war? Wenn dich dieses Thema interessiert, dann sehen wir uns nach dem Intro. Ja, früher war alles besser. Ich sag's ganz offen, wie immer, meiner Meinung nach, wer das denkt, dass früher alles besser war, der ist einfach nur strohdumm. Und ich würde mal jetzt behaupten, vergesslich. Oder er ist ein Dieb. Er ist ein Krimineller. Warum ich das so denke, das sage ich euch jetzt. Also, erstmal hoffe ich, dass man mich gut hört und ich hoffe, dass man mich gut sieht. Ich bin immer noch im LKW. Ich blende auch hier nochmal das Video ein, wo ich die zwei neuen Actros übernommen habe. Also, das ist hier immer noch der gleiche Tag. Ich bin gerade dabei, den zweiten Scania wieder nach München, also nach Oberschleißheim zur Scania-Niederlassung zurückzufahren. Und ja, ist schon spät geworden. Aber ich hoffe trotzdem, dass man mich sieht und hört. Das Bild ist ja gar nicht so wichtig. Meine Schönheit könnt ihr in voller Pracht natürlich in anderen Videos euch anschauen, wo man mich auch tagsüber sieht. Aber kommen wir zum Thema. Also, wir kommen noch nicht zum Thema. Erstmal dieses Thema Gurt. Ich bekomme dauernd Kommentare, warum fummelst du dauernd an deinem Gurt? Wow, wenn was passiert, der Gurt schützt dich so gar nicht. Und bla, 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 bla. Erstmal, ich bin einfach zu groß geraten, weil jeder Sitz im LKW bleibt, also da, wo der Gurt rauskommt, ist unter meiner Schulter. Das heißt, der Gurt geht über meine Schulter. Und beim Fahren ist es wirklich sehr, sehr, sehr unangenehm. Und deswegen oder deshalb tue ich den Gurt hier an die Seite. Ob das mich jetzt bei einem Unfall schützt oder nicht. Also in der Regel, wenn ich schon so mache, bin ich schon geschützt. Aber ich will gar nicht dieses Thema eingehen, weil dieses Thema, ja, du hast kurz dein Handy angefasst, du hast kurz dies, du hast kurz das. Da habe ich meine Meinung drüber. Ich will die aber hier nicht kundtun. Ich will aber diesen Menschen, die immer alles irgendwie kritisieren, einfach auch mal sagen, das, was die Politiker sagen oder die Gesetze, die sie schreiben, sind auch nicht immer richtig. Also das, was im Gesetz steht, heißt nicht gleich richtig, 100% muss so sein. Gut, kommen wir jetzt aber definitiv zum Thema. Und zwar, früher war alles besser. Erstmal muss man bei dieser Frage oder bei dieser, wenn man das sagt, muss man ja erstmal sagen, was heißt früher oder fragen, was heißt früher. Ist früher vor 10 Jahren? Ist früher vor 20 Jahren? Oder heißt früher vor 50, 100, 500 oder gar 2000 Jahren? Das ist erstmal so eine Frage, die ich denke, ich ganz, also ist ja gut, dass ich sowas stelle. Weil erstmal, um überhaupt so ein Thema anfangen zu können oder zu starten können, muss man ja da definitiv erstmal wissen, wie weit muss ich zurück. Mir ist dieses Thema heute eingefallen, wo ich die zwei neuen Actros überführt habe oder nach Memmingen gefahren habe von Ulm. Und dann natürlich beim Fahren fallen dir die ganzen Kommentare wieder ein von den Menschen, die sagen, ja, das ist scheiße, das ist alles das Neue und Zeugs und hin und her. Okay,
du, ich würde jetzt einfach mal sagen, entweder du bist, wie gesagt, strohdumm oder du bist einfach komplett in der Vergangenheit geblieben oder kann auch sein, du wirst so ein LKW nie bekommen oder sehr schwer nur bekommen und bist neidisch, ist auch ein Faktor. Oder du hast, oder du bist kriminell oder du bist ein Dieb, du bist ein Krimineller. Eine fünfte Sache, da wird es wahrscheinlich die wenigsten von geben. Fünfte Sache kann sein, du bist gern Klugscheißer, obwohl du nicht irgendwas selber probiert hast. Sagen wir es mal so. Jetzt komme ich dazu, warum ich so denke. Weil ich habe angefangen mit, ich war 19 oder kurz bevor ich 19 geworden bin, habe ich angefangen LKW zu fahren. Da ich jetzt in ein paar Wochen 40 werde, sage ich jetzt einfach mal ganz frech, dass ich 21 Jahre LKW fahre oder natürlich mit Unterbrechungen, aber vor 21 Jahren habe ich angefangen und habe mir aber auch durch mein ganzes Leben sehr gerne Geschichten angehört von noch älteren LKW-Fahrern, weil ich meine, damals, wenn du mit gefahren bist mit einem Kollegen, der Kollege zum Beispiel, ich bin mit einem gefahren, der war, ich habe angefangen mit 19 in der Firma und der war 60 oder knapp, also so 55. Und es war eine Zweimann-Besatzung, wir sind in Spanien gefahren und da hört man ja alle möglichen Geschichten. Und ich sage, ich gehe jetzt erstmal die letzten 20 Jahre zurück, wo ich noch aktiv gefahren bin. Ich will jetzt einfach mal vergleichen, warum früher alles besser war. Erstmal, du hattest einen schönen Schalter mit 16 Gängen und konntest schön, wenn du in den Stau gerätst, könntest du schön immer schalten, anfahren mit der Kupplung und so weiter und so fort. Die zweite Sache war, was ich noch viel schöner fand, du hattest schön diese niedrigen Kabinen, also die waren immer so hier bis hier. Und in der Zweimann-Besatzung war das untere Bett, lag praktisch, sage ich es mal so, am Kabinenboden und das obere Bett lag so in der Mitte. Ich erkläre es mal für die, die sowas nicht mitgemacht haben. Das heißt, du liegst unten und wenn du auf die Toilette musst, musst du den Kollegen aufwecken, dass er runtersteigt, das Bett hochhebt und dass du dich dann rausquirlst. Ich mit meinen 2 Metern musste es so machen. Damals hatte ich zwar viel weniger Kilo, also ich war fast 40 Kilo leichter. Trotzdem konnte ich mich, wenn das obere Bett unten war, hier zwischen den Sitzen nur sehr, sehr, sehr schwer rausquengeln. Dann, was ich natürlich noch besser fand früher als heute, ist, dass man keine Klimaanlage hatte. Also ich hatte, sagen wir mal so, in der Hälfte der Firmen hatte ich eine Klimaanlage, in der anderen Hälfte hatte ich keine. Standklima, glaube ich, muss ich gar nicht, das Thema muss ich gar nicht ansprechen. Und ja, Standheizung, sagen wir mal so, in einer Firma bin ich 1,5 Jahre lang ohne Standheizung gefahren. Das war brutal, also wirklich brutal. Ich habe auch nicht hinten ein Bett gehabt, sondern ich bin durch, ich blende auch nochmal Fotos ein. Ich bin also durch Schiebedach in diese Dachschlafkabine gegangen und ich hatte keine Klimaanlage und keine Standheizung und kein Standklimaanlage und was weiß ich was. Und im Winter, ich hatte wirklich viel Bettzeug mit, habe ich oben geschlafen und da sind meine Wasserflaschen eingefroren. Deswegen fand ich das früher einfach besser, weil man hatte morgens, wenn man im Winter aufsteht, immer schön ganz kalte Wasserflaschen oder sogar gefrorene. Dann, was ich noch besser fand früher, war, dass man eigentlich keinen Kühlschrank hatte,
sondern ja, die Lebensmittel im Winter irgendwie draußen verstaute und im Sommer musste man dann halt nicht gerade viel auf Vorrat kaufen. Ich hatte zwar so eine Kühlbox, die habe ich mir gekauft, so eine 12 Volt Kühlbox. Ich hatte erst, oder ich glaube, ich hatte nur in einer Firma, das war bei GRT, da hatten wir so einen Kühlschrank in der Mitte. Ich glaube, ich habe da auch Fotos, die blende ich mal ein. Schade, dass ich keine Fotos habe von dem LKW, der kein Hochdach hatte. Da habe ich leider noch, ja, da war ich noch nicht mit meiner Frau zusammen. Und das Thema Foto war für mich sowieso eher so, ja, lass mal. Ich hoffe, die Klugen unter euch haben gemerkt, dass ich ein bisschen sarkastisch bin. Und die Dummen unter euch werden es vielleicht immer noch nicht gemerkt haben und deswegen sage ich es euch. Nein, Leute, früher war es einfach nicht besser. Früher waren die LKWs 100-mal schlechter. Und dann dieses ganze Gelaber, ja, ich bin der Coole, ich habe eine Schaltung. Die Schaltungen, die ich alle durch hatte, hast du nicht einmal gehört, dass es die gibt. Ich habe früher nämlich in Kroatien mit 16, ich darf das jetzt sagen, weil es natürlich verjährt ist, habe ich mit einem alten MAN-Schnauzer habe ich Wasser geholt, in Slivnica, da wo mein Dorf ist, ist circa unser, also das Land, also da wo wir leben, die Häuser, das ist circa 5 Kilometer entfernt von den Äckern und wo man was anbaut. Und wir hatten unten, wo man was anbaut, hatten wir Wasser, so Quellen. Wir hatten aber unseren Wein, oder immer noch, wir haben immer noch unser Weingut in der Nähe vom Haus. Das heißt, man musste, um es zu bewässern, musste man das Wasser von unten, weil wir haben erst vor 2-3 Jahren Wasser bekommen im Dorf. Also wir hatten kein Wasser. Wir hatten so Zisternen oder bei uns heißt Gusterna. Auf jeden Fall, du tust praktisch so einen Keller machen aus Beton und da steht dein Wasser drin. Monatelang. Sehr, sehr gesund auch. Damals hatten wir auch keine Straßen. Damals war, ich bin aus Deutschland, ich tue hier auch nochmal meinen Lebenslauf einblenden. Ich bin mit 14 Jahren aus Deutschland nach Kroatien, wo noch Krieg war. Wir sind 94 nach Kroatien, bis 95 war noch Krieg. Das heißt, die Polizei hatte definitiv Besseres zu tun, als zu schauen, ob jetzt da ein 15- oder 16-Jähriger ein LKW fährt, ohne Führerschein. Und der LKW hat natürlich auch überhaupt kein Kennzeichen und nichts gehabt. Weil früher war es einfach so, wenn du am falschen Ort warst, in der falschen Zeit, dann hat dich sowieso eine Granate erwischt oder eine Kugel. Das war einfach so. Das war so eine Zeit. Jeder Vollidiot hatte bei sich Gewehre, Granaten hin und her. Und wenn dich nicht irgendwie ein Serbe, also damals unsere Feinde, ich sage jetzt echt wirklich damals, weil ich sehe die nicht als Feinde an, früher natürlich, ich meine, du kannst nicht in die Stadt, du musst 10 Kilometer Umweg fahren, weil hier die Serben sind und die knallen dich einfach ab. Das ist einfach so. Das sind Sachen, die können 99,99% von euch überhaupt nicht im Kopf vorstellen, weil nur Sicherheit, alles muss sicher sein. Sicher, sicher der Gurt, alles muss sicher sein. Natürlich versucht man, so sicher wie möglich zu fahren. Aber man kann es auch übertreiben. Auf jeden Fall. Vom Thema abgeschweift ist aber mir auch wurscht. Das Video wird mit Sicherheit lang und ich will das jetzt loswerden. Wer zuschauen will, der soll dranbleiben. Wer nicht, der soll abhauen von meinem Kanal oder einfach sich ein anderes Video anschauen. Ist mir komplett wurscht. Ich bleibe jetzt nochmal bei dem Thema und zwar... ich habe damals einen alten MAN-Schnauzer gefahren, der war damals,
damals, wenn ich mich nicht irre, war der 30, 40 Jahre alt. Ich sage jetzt vielleicht was Falsches, die Kenner unter euch werden es besser wissen. Der hatte also eine Schaltung, unten nach vorne war der erste Gang, unten nach hinten der zweite, dann in die Mitte nach vorne dritte, vierte, fünfte, sechste. Rückwärts war, glaube ich, ganz unten nach hinten. Die Kenner unter euch werden es wissen, ich habe keinen Plan mehr, ich bin auch kein Oldtimer-Freak, mich interessiert es gar nicht. Dazu kommt noch, dass bei diesem LKW die Kupplung futsch war, das Kupplungspedal. Das heißt, der LKW ist immer gefahren. Du musstest also die Kupplung treten, die hat noch so ganz, ganz wenig, hat die praktisch getrennt. Und dann musstest du in den ersten Gang reinschmeißen und der ist gleich losgehüpft. Und du konntest nicht irgendwie, wo es eng war, mit Gas und Kupplung spielen, sondern du entweder du fährst oder du stehst. Und dann ohne Kupplung geschaltet. Gut, das ging eigentlich relativ gut, Zwischengas, bla bla bla. Auf jeden Fall, und diese Menschen wollen mir jetzt hier vorlabern, dass die die Coolen sind, weil die, keine Ahnung, ein V8 haben und hier so, oder in Amerika da mit ihren Knüppeln hier. Okay, wenn du das magst, dann fahr halt so. Aber bitte laber mich nicht voll, dass du jetzt irgendwie ein richtiger Mann bist und dass die Automatikgetriebe nur was für Pussys sind oder so. Nee, du bist einfach ein Schwätzer und du musst dir selbst was beweisen. Ich muss mir das nicht beweisen. Okay? Du musst es dir beweisen, ich muss es mir nicht beweisen. Das heißt, ich liebe diese Technik. Jetzt kommen natürlich die Labermäuler, die sagen, die Technik ist eine Katastrophe. Da geht ja alles kaputt, dauert irgendwelche Lämpchen, bla 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 bla. Okay, kommen wir auch dazu. Ja, die LKWs waren früher von der Qualität her definitiv leichter zu reparieren und hatten weniger Schnickschnack, der kaputt gehen kann. Aber die LKWs haben so viel verbraucht früher, dass wenn man den Unterschied vom Verbrauch vor 20 Jahren nimmt und jetzt, das kann kein einziger Werkstattaufenthalt, kann diesen Sprit wieder, also umgekehrt. Es kann, wenn der LKW eine Million Kilometer ohne Schäden macht, ohne irgendeine Reparatur, der hat so viel Sprit verbraucht, der kann gar nicht so viele Reparaturen haben, dass man das wieder reinholt. Deswegen ist es Quatsch. Wie gesagt, ihr labert einfach nur. Und mich hat es angefangen, wirklich aufzuregen. Es regt mich auf, dass Menschen, die absolut keinen Plan haben, dauernd labern. Ja, das war besser, dies war besser, bla 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 bla. Airbag. Ich glaube, nur ein kompletter Vollidiot wird sagen, dass ein Airbag scheiße ist oder dass ein Airbag nicht gut ist oder was auch immer. Ein Airbag rettet Menschenleben. Vor 30, 35 Jahren, ich weiß jetzt gar nicht, wer zuerst war, ich weiß, dass Mercedes, also das kann ich mich noch als Junge erinnern, in die S-Klasse, ins W126er Modell, da gab es ganz groß Airbag, ABS, bla bla bla. Wahrscheinlich hatten es auch andere Fahrzeuge vorher, ist aber jetzt auch komplett egal. Fakt ist, dass das mit der Zeit, ja, der Airbag, der hat Leuten das Genick gebrochen und Gurt auch. Gurt ist natürlich auch scheiße, weil einer ist mal verbrannt, der konnte sein Gurt nicht loswerden. Und alles so Geschichten. Das ist Quatsch. Heute, gerade die großen Männer, die starken Männer, die diese ganze Assistenzsysteme scheiße finden, die wüssten gar nicht mehr, wie man Auto ohne Servolenkung fährt und wie man Auto ohne ABS und ESP und was weiß ich was fährt. Ja, vielleicht dein 200 Diesel oder dein Golf, den konntest du noch so fahren. Ich hatte früher noch ein 325i E30, dieser ganz alte, Baujahr 1985, mit Hartgeumbau, hatte damals 200 PS
und eine Tonne 50, glaube ich, oder so hat er gewogen. Das müsstet ihr mal fahren, ihr Klugscheißer. Ich habe mich mit dem Auto mehrmals gedreht, als mir lieb war. Natürlich, ich war jung, 19, und man musste die Grenzen ausloten, aber Winterreifen, das ist ja sowieso Quatsch, fahren ja nur Pussys. Und ja, umso weniger Profil die Reifen haben, desto bessere Auflagefläche. Also das war noch damals mein dummes Denken. Ja, und das sind die Menschen, die haben nie sowas gefahren. Und dann labern die mich hier voll mit Mirrorcams und Scheiße. Leute, genau so, durch dieses Probieren, hast du dein Handy, PC oder was auch immer bekommen, auf den du mir diese Müllnachrichten und Kommentare schicken kannst. Genau so, wegen solchen Vollidioten, die sowas erfunden haben, das Internet erfunden haben, weil du bist wahrscheinlich, wenn du ein Älterer bist, dann bist du der gesagt hat, Internet Quatsch, Computer Quatsch, Handy Quatsch, oh, jetzt mit Touchscreen Quatsch. Und du bist dann der Erste, der da seine Kommentare reintippt. Anstatt zu sagen, hey, das sind Menschen, die tun wirklich für den Fortschritt der Menschheit natürlich was machen. Sonst hättest du keinen Strom, du hättest nichts. Und wo ist überhaupt die Grenze, wo du Mann bist und wo du kein Mann bist? Vor 500 Jahren, da warst du noch Mann und vor, also, wisst ihr, oder die Klugen werden es wissen. Ich sag jetzt wieder extra die Klugen, weil für mich sind die anderen einfach dumm. Tut mir leid. Gibt eventuell ein paar wenige Ausnahmen. Dann kommen wir zur zweiten Sache. Früher war in der Transportbranche alles besser. Ich sage euch jetzt genau, was ich früher verdient habe. Wir sind damals Spanien gefahren, das heißt zweimal Besatzung. Am Anfang, wo ich angefangen habe in der Firma, da hatten wir also niedriges Fahrerhaus, ein MAN 403 war das, Dreiachser, und wir waren eine zweimal Besatzung. Wir sind also Spanien gefahren für DPD-Wechselbrücken. Ich habe damals verdient, das heißt, samstagabends bin ich nach Deutschland gekommen. Nach Deutschland, nicht zu Hause. Mein Zuhause war in Kroatien, meine Mutter, mein Vater, meine ganze Familie. Und Sonntag sind wir wieder losgefahren. Das heißt, ich war keine 24 Stunden, absolut keine 24 Stunden zu Hause, da wir ja, gut, ich will jetzt nicht das ganze System erklären, auf jeden Fall haben wir von Rastatt bis nach Hause mit dem PKW von der Firma und dann, weil ein Kollege ist, das ganze Vorladen gegangen, bla bla bla, egal. Da habe ich ein Gehalt gehabt von 5 bis 5.500 D-Mark. Das war früher brutal viel Geld, aber dazu muss ich sagen, wir sind 350.000 gefahren. Das würden die, gerade die Pussys, die, ich sag jetzt auch ganz offen Pussys, die jetzt so viel labern, würden das nicht mal, da würden die gleich, keine Ahnung, Menschenrechtler oder wen auch immer rufen, ich weiß es gar nicht, Berufsgenossenschaft, Anzeigen machen, bla bla bla. Wir sind damals, ich bin gefahren, meine 10 Stunden, der Kollege ist gefahren. Früher hat man noch 10 Stunden jeden Tag gefahren. Da hat er, in der Regel hat da auch niemand was gesagt. Also man musste halt in Frankreich aufpassen, die Fahrzeit nicht zu überziehen. Und das war's. 10 Stunden hat niemand was gesagt. Dann bin ich meine 10 abgedüst, Kollege 10 abgedüst. Ich 10, er 10. Das, und da will mir jetzt jemand sagen, das waren bessere Zeiten als heute. Dann hatte ich eine Freundin in Deutschland, habe mit der SMS-Nachrichten geschickt, ja, SMS,
und hat am Monatsende 500-600 D-Mark Rechnungen. Das waren aber bessere Zeiten, gell? Dann bin ich zur zweiten Firma für einen Subunternehmer von Große Vene. Abgemacht war, dass ich Tagschichten fahre, also für Mercedes-Benz, Wechselbrücke. Ich bin jeden Tag zu Hause und Gehalt war abgemacht so um die 3000 D-Mark netto mit Spesen. Netto mit Spesen 3000 D-Mark. Übrigens, die 5.500 war natürlich auch mit Spesen. Ich habe netto, also das Brutto-Netto-Gehalt, das war nichts, nichts. Alles andere war über Spesen, weil man einfach viel Spesen auszahlen konnte. Also, gehen wir weiter. Dann habe ich angefangen bei dieser Firma. Ich will jetzt auch den Namen nicht nennen, weil der Chef war eigentlich ganz in Ordnung, nur... Ich habe dann angefangen, hatte Teil, also erstmal 60, 70 Kilometer von Sindelfing nach Ludwigsburg. Ja, bei Ludwigsburg, Schwieberdingen, ich weiß gar nicht mehr, wie es genau heißt, da wo Große Vene ist, ist auch komplett egal. Da habe ich dann den LKW übernommen, der stand ja nicht geparkt, sondern ein Kollege ist Nacht gefahren, ich bin Tag. Eine Zeit lang. Dann musste ich auch Nacht fahren für Deutsche Post. Begegnungsverkehr. Erstmal eine Zeit lang Begegnungsverkehr hoch A7. Ich glaube, das hieß, die Ausfahrt hieß Homberg-Efze. Da haben wir dann getauscht und dann wieder zurück. Aber dann später habe ich sogar eine Tour, wo ich dann nach Köngen bin zur Post, dann nach München, dann also Aschheim, glaube ich, dann hoch Regensburg, Nürnberg und von Nürnberg wieder zurück nach Stuttgart. In einer Nacht, jede Nacht, ich glaube, das waren um die 1100 Kilometer. Da wird jetzt jemand vielleicht nachschauen und sagen, das stimmt nicht. Auf jeden Fall glaubt mir, dass ich über 12, 13 Stunden gefahren bin, jede Nacht. Und das waren bessere Zeiten. Für 3000, ich habe nicht mal 3000 bekommen. Zum Schluss habe ich 2,8, 2,9 im Monat gehabt. Und das, da will mir jemand jetzt weismachen, dass das bessere Zeiten waren. Komm, labert mich doch nicht voll, Leute. Labert mich doch nicht voll. Dann bin ich zu einer Firma gewechselt. GRT, die gibt es nicht mehr, kann ich auch sagen. Ich habe da auch nichts Schlechtes zu sagen. Ich hatte mit denen, ich war Aushilfsfahrer, weil ich habe damals mit meiner jetzigen Frau, also wir waren damals schon zusammen, und die hatte in Kroatien gelebt oder wir haben beide dann angefangen schon wieder in Kroatien zu leben. Und auf jeden Fall habe ich dann angefangen, ich habe so gearbeitet als Aushilfsfahrer. Wir hatten abgemacht, Woche, also immer auf Wochenbasis, eine Woche fahren. Ich kann dann sagen, ich will jetzt 3 Wochen fahren, 2 Wochen nach Hause. Ich konnte auch 3 Wochen fahren, 6 Wochen nach Hause, ging auch. Gut, klar, hat keinen Sinn gemacht, aber... Es wäre möglich. Auf jeden Fall hatten wir damals abgemacht, dass ich 1000 D-Mark bekomme pro Woche. Wie ich die eigentlich bekommen habe, keine Ahnung. Ich weiß nur, ich habe, glaube ich, nie meine Gehaltsabrechnung mir angeschaut. Ich habe einfach das Geld, was ich wollte, bekommen. Ob der da, was er spesen und was er so gerechnet hat, keine Ahnung. Erstmal war ich auch zu jung dafür und wie gesagt, mir war es wichtig, dass ich mein Geld bekomme, das wir abgemacht haben. Dann, dann kam die Zeit, ich habe das glaube ich so 8-9 Monate gemacht, das war auch, du hattest dauernd irgendwelche Verstöße mit Lenk- und Ruhezeiten. Da würden jetzt diese Bussis wieder, Anzeige, Polizei. Ja, aber ich habe verstanden, die Firma muss laufen. Ich, wenn ich nicht fahren konnte, wenn ich zu müde war, habe ich mich sowieso immer hingelegt. Nicht, wenn das Gesetz gesagt hat, jetzt musst du, Luca Lerger, schlafen gehen. Weil wenn ich die ganze Nacht gefahren bin und dann morgens 8 Uhr ist, dann muss ich auch nicht mehr schlafen gehen. Tut mir leid. Das ist so, das ist Fakt. Ich muss, wenn ich die ganze Nacht durchgefahren bin, um 8 Uhr auch nicht mehr schlafen gehen. Dann kann ich auch bis 4 Uhr noch, bis 16 Uhr noch fahren. Ist kein Thema. Nein, aber das Gesetz sagt,
wenn ich meine Woche begonnen habe, praktisch nachts, fährst du ja praktisch die Woche, die ganze Woche nachts durch. Und das ist natürlich viel besser als früher. Gut, da muss ich natürlich sagen, ich meine, früher war es ja auch, durfte man es ja auch nicht. Nur früher hat man halt diese Tachoscheiben gehabt und dann hat man es gemacht. Aber man sollte nicht vergessen, wie viel man gefahren ist für das Gehalt, was man bekommen hat. Ja? Dann habe ich dort gekündigt, weil ich eine Firma, also nicht, weil es dort schlecht war, nicht, weil die mich schlecht irgendwie, weil die schlecht gegenüber mir waren. Nein, ich habe einfach, damals gab es keine, es gab Internet, aber im LKW hast du nicht gerade mal den Laptop rausgeholt, sondern ich habe damals bei der IHK in München angerufen und ich habe die gebeten, dass sie mir, oder Bayern oder keine Ahnung, dass sie mir von allen Speditionen, die angemeldet sind, Papiere schicken. Ich habe so einen Stapel Papiere per Post bekommen nach Hause. Und dann, wo ich am Wochenende nach Hause gekommen bin, habe ich das dann mitgenommen. Und dann habe ich im LKW überall geschaut, weil da stand noch, ich weiß nicht mehr, wie das jetzt aussieht. Früher war auf jeden Fall so, da stand zum Beispiel, welche Länder diese Spedition fahren. Und ich habe alle Länder mir raus, alle Speditionen mir rausgesucht, die Kroatien fahren. Und ja, und da bin ich auf meinen damaligen Arbeitgeber gestoßen. Das ist ein Kroate, der hatte eine kroatische Firma und eine deutsche. Der hatte die deutsche am Anfang mehr so, am Anfang, wie gesagt, so mehr so fiktiv, sage ich jetzt mal, weil er hat am Anfang. Durfte, wo der Krieg irgendwie aufgehört hat, kroatische LKWs durften nicht nach Serbien. Dann hat er eine deutsche Firma aufgemacht, deutsche LKWs gehabt. Die hat er dann der kroatischen Firma vermietet. Und so konnten wir praktisch nach Serbien rein mit den LKWs. Also, ja, so lief es halt. Ich habe dann bei ihm angefangen, weil der hat immer mehr Probleme. Also er ist eine Zeit lang sehr gut so gefahren. Und dann haben halt in Deutschland die Behörden angefangen, das Ganze zu unterbinden, haben gesagt, nee, da kann kein Kroate, kein deutschen LKW fahren, geht nicht, du kannst den nicht vermieten, geht einfach nicht. Ja, und wo das immer schlimmer wurde, da hat er mich eingestellt, dass ich praktisch, wenn der LKW, also ich übernehme immer den LKW dann in Kroatien, fahre ihn nach Deutschland wieder zurück und die anderen fahren ihn dann wieder nach Dingsbums. Nach Serbien, Montenegro, keine Ahnung wo, Mazedonien, überall. Wir haben halt Textil gefahren. Ich blende auch so ein paar Fotos ein. Also wir haben Textil gefahren. Das war einfach nur fahren, 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 fahren. Und dann zum Schluss habe ich bei der gleichen Firma die letzten knapp 2 Jahre, habe ich dann Italien, Deutschland gefahren. Teilweise die LKWs auch, also nicht selber disponiert, wir waren in der Vollcharter, aber ich habe mein LKW und die LKWs von den anderen Fahrern praktisch, weil die konnten kein Deutsch, dann habe ich mit der Dispo und so kommuniziert, ist auch egal jetzt. Auf jeden Fall, damals habe ich den LKW, also den letzten LKW, habe ich übernommen am 15.01.2003. In Pfaffenhofen, er hatte 400-500 Kilometer drauf, es war ein neuer Actros 1840, Megaspace ohne Ausstattung, komplett nackt, gar nichts, gar nichts, gar nichts, kein Kühlschrank, kein gar nichts. Er hatte eine Klimaanlage. Dann habe ich mit diesem LKW das Ganze gefahren und ich habe den abgegeben am 31.08.2003. Nach 7,5 Monaten habe ich gekündigt und mit dem LKW-Fahren aufgehört. Und der hatte in 7,5 Monaten, oder ich habe in 7,5 Monaten mit 168.000 Kilometern den LKW abgegeben an meine Kollegen. Das hieß, schlafen so am Lenkrad mit Kissen. Leute, glaubt mir, das wollt ihr nicht nachmachen. Sowas wollt ihr einfach gar nicht nachmachen. Ich hatte aber damals mit dem Chef abgemacht 100 Euro pro Tag. Wieder das Gleiche. Wieder das
durchzieht. Spesen, links, rechts, ist mir alles komplett wurscht. Ich will auf mein Konto am Ende des Monats, wenn ich 30 Tage gefahren bin, will ich 3.000 Euro. Wenn ich 31 Tage gefahren bin, will ich 3.100 Euro. Da ich damals praktisch im LKW gelebt habe, teilweise 5-6 Monate am Stück unterwegs war, dann nach 5-6 Monaten oder nach manchmal war es nur einen Monat, dann bin ich nach Hause, weißt du wie? Ich bin zum Beispiel nach Italien runter, Bari oder so. Montag hatte ich unten Abladetermin. Samstag fahre ich zu Hause vorbei, also Triest vorbei, Italien. Lass dort den Auflieger stehen und bin dann nach Rijeka. Ich habe damals in Rijeka gelebt, 70, 80 Kilometer von Triest. Mit der Sattelzugmaschine rüber. Samstagmittag dort angekommen und Sonntagmittag wieder los. Nicht abends. Sondern ich habe immer geschaut, dass ich gegen 21 Uhr wieder beim Auflieger bin, bis ich dann aufsattel, bla bla bla, dass ich dann knapp vor 22 Uhr wieder losfahre. Und so habe ich, und da habe ich mein Geld gespart, gespart, gespart. Aber ich bin gefahren wie verrückt. Und deswegen sind alle die sagen, dass es früher besser war, sind komplette Lügner oder, jetzt kommen wir zu dem Thema, warum ich sage, oder Diebe und Kriminelle, weil ganz früher, wo es überhaupt noch nicht mal Handys gab, hat es ja so funktioniert. Du fährst zum Beispiel, dein Chef, ich sage jetzt mal von, du bist eine Jugoslawenisch, damals war ja noch Jugoslawien, du bist eine Firma in Jugoslawien, okay? Du fährst für eine Firma in Jugoslawien. Der Chef sagt hier, du hast jetzt von Sada eine Ladung nach, ich sage jetzt einfach mal München. Ist egal, wohin. Ich weiß nicht mal, ob es damals, ob man nach München fahren durfte als Jugoslawien. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, du fährst dann nach München. Du kommst in München an, dann rufst ja nicht kurz deinen Chef an und sagst, hey, Chefi, ich bin in einer halben Stunde da oder so. Du kommst da an, lädst ab, fährst dann zu irgendeiner Spedition und suchst wieder Ladung zurück nach irgendwo hin. Kroatien oder Slowenien oder also Jugoslawien oder keine Ahnung. Und dann sagt dir aber der Spediteur, hey Alter, ich habe aber von München heute eine Ladung nach Nürnberg. Da kann ich dir XY zahlen, und das muss ja dein Chef gar nicht wissen. Dann sagt er, kein Problem. Ruft den Chef an, sagt, hey Chef, ich stehe jetzt hier rum, ich habe erst in 2-3 Tagen eine Rückladung, ich rufe dich an, wenn ich losfahre, wenn ich geladen habe, oder schick dir ein Telegramm oder was weiß ich was. Und dann hat er mal ganz kurz auf Kosten vom Chef, auf Spritkosten vom Chef, Reifen, alles, die ganzen Kosten vom Chef, hat er mal eine kurze Tour nach Nürnberg gefahren und hat dann für die Tour XY kassiert, direkt in die Tasche. Genau so haben die Menschen es früher gemacht. Ladung geklaut, Sprit geklaut, wird heute immer noch gemacht. Aber heute ist es immer noch ein bisschen schwerer gemacht worden. GPS, bei mir wird, ich werde gleich benachrichtigt, wenn der Diesel zu schnell fällt in den Tanks. Da gibt es verschiedene wahrscheinlich Systeme, aber heute kann man das schon sehr, sehr gut verfolgen. Früher unmöglich. Du hattest ja nicht gerade mal einen Bordcomputer, wo jetzt da oder irgendwie, da, dass du den Verbrauch vom LKW weißt. Das ist doch Quatsch. Deshalb war es früher gut. Ich kenne LKW-Fahrer in Kroatien, die haben in 5 oder 6 oder 10 Jahren LKW fahren, haben die sich ein Haus gebaut. Die waren reiche Menschen, reiche Leute. Aber tut mir leid, aber wenn jemand sagt, dass die deshalb mit so einem System, dass das früher besser war, dann seid ihr, wie gesagt, entweder blöd oder ihr seid einfach Kriminelle. Und deswegen, ich sehe schon, das Video ist über 40 Minuten lang geworden oder um die 40 Minuten wird es, wenn ich da was schneide. Ich muss da jetzt langsam auch aufhören.
Wie gesagt, das ist totaler Quatsch. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist Käse. Ihr labert nur rum. Ihr wart früher vielleicht jünger. Und dann, wenn ihr mal draußen wart, am Wochenende, dann habt ihr vielleicht irgendwie auch eine Frau abbekommen. Heute bekommst du vielleicht keine Frau mehr ab. Und deswegen ist heute alles scheiße und früher war es besser. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Auf jeden Fall zu sagen, dass es früher besser war, ist einfach Dünnschiss. Dünnschiss. Ich könnte jetzt hier noch tagelang aufzählen. Ich habe sogar überlegt, also für die richtigen Fans, die jetzt immer noch dabei sind, ich habe sogar überlegt, vielleicht einmal pro Woche schaffe ich es nicht, aber zum Beispiel zweimal im Monat oder so, ein Live was zu machen bei YouTube oder Twitch oder ich kenne mich da noch nicht so aus mit diesem Live und dann einfach mal so Themen nehmen, YouTube-Reportagen oder so Themen, wo ich dann wirklich laber. Also für die, die mich dann auch, keine Ahnung, 2 Stunden anhören können. Es gibt auch solche Menschen, die mich nur 5 Minuten oder gar nicht anhören können. Ja, es gibt auch solche Menschen und genau das sind die Menschen, die ich einfach nur liebe. Ich liebe diese Menschen. Wir müssen auch nicht immer einer Meinung sein, aber ich liebe diese Menschen, die sich die Zeit nehmen und einfach sagen, hey, cool, was der da redet, das ist doch nicht so Dünnschiss. Die anderen interessieren mich nicht, die werden einfach gelöscht. Früher habe ich versucht, mit denen rumzukommentieren, bla bla bla. Jetzt lösche ich das einfach nur. Er wird gesperrt, gelöscht. Was will er? Wenn jemand sagt, Alter, ey, mit deinen scheiß 40-Minuten-Videos, du hörst dich wohl selber sehr gerne reden, bla bla bla. Was machst du auf meinem Kanal? Warum soll irgendwie ein Kommentar unter meinem Video stehen von ihm? Nein, er wird gesperrt, gelöscht. Ciao, Alter. Ciao. Du interessierst mich nicht. Ja, also das Video war wirklich lang. Ich denke, die meisten, ich bin mir sicher, die meisten werden sich mir anschließen, dass es früher ist. Natürlich gab es Sachen, die waren besser. Aber alles, ich würde sogar sagen, viel weniger war besser als schlechter. Nee, heute ist viel mehr besser als schlechter. Und deswegen, ja, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonnieren nicht vergessen, kommentieren. Auch wenn ihr nicht meiner Meinung seid, schreibt dann rein, warum. Gebt mir Beispiele. Ich werde wahrscheinlich nicht auf alles antworten, weil manchmal kriege ich so kilometerlange Nachrichten, dann manchmal, wenn ich wirklich irgendwie Zeit habe, irgendwo rumliege, auf irgendwas warte, dann schreibe ich zurück, aber in der Regel schaffe ich das nicht mehr. Trotzdem, schreibt in die Kommentare, ihr könnt auch gegenseitig kommentieren. Auf jeden Fall, das ist meine Meinung und da kann eigentlich kann ja jeder schreiben, was er will. Das ist einfach für mich nur Dünnschiss, dass jemand sagt, dass früher alles besser war als heute. Das ist Quatsch. Und die Menschen, die sich, das sage ich jetzt hier nochmal direkt, die Menschen, die sagen, früher war alles besser, die sollen einfach irgendwo auf eine fremde Insel alleine leben, ohne Strom, ohne Wasser, sollen sich ihre Kleidung irgendwie von Bambus oder was weiß ich was selber machen, das Haus auch und ja, keine Ahnung, was noch irgendwie die Tiere selbst fangen und dann kommt drauf an, wenn du jetzt in die Zeit willst, wo noch das Fleisch roh gegessen wurde, dann ess von mir aus roh das Fleisch, dann bist du halt der richtige Mann. Hier hast auf meinem Kanal vor allem hast nichts zu suchen. Also, bis zum nächsten Video, Leute. Wir sehen uns. Ciao.